Sie sind hier, 23. Juli 2018, 21.16 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Im argentinischen Fußball ereignet sich ein tragischer Todesfall. Urheberrecht Getty Images. In Argentinien ereignet sich am Wochenende eine Messerstecherei mit Todesfolge. Torhüter Facundo Espíndola kommt ums Leben, ein anderer Spieler wird beschuldigt. Der argentinische Fußball steht unter Schock. Am vergangenen Wochenende ist Torhüter Facundo Espíndola bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf offener Straße ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen in Buenos Aires. Wie Videoaufnahmen zeigen, wurde Espíndola von mehreren Männern attackiert, als er eine Bar im Stadtteil Hörlingen verlassen hatte. Die Personen schlugen auf den 25-Jährigen ein und attackierten ihn mit einem Messer. Espíndola erlag seinen schweren Verletzungen. Unter anderem erhielt er mehrere Stiche in den Brustkorb. Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt. Hauptverdächtiger Oviedo festgenommen. Hauptverdächtiger ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge Nahuel Oviedo, ebenfalls Fußballer beim argentinischen Zweitligaklub San Telmo. Er wurde zusammen mit einem weiteren Verdächtigen am Tatort identifiziert und festgenommen. Oviedo ist bereits mehrfach vorbestraft. Unter anderem geriet der 28-Jährige wegen Diebstahls mit dem Gesetz in Konflikt. Espíndola wurde in der Jugendakademie von River Plate ausgebildet. 2015 debütierte er für Almagro und schaffte es bis in die National B, die zweithöchste Spielklasse Argentiniens.